Es mag ja typische Geräusche auf deutschen Kaufhaustoiletten geben, aber die Klänge auf dem Kundenklo eines Hamburger Bekleidungsgeschäfts, die sind es sicher nicht. Im vierten Stock, neben der Damenschuhabteilung, unterhält Steffi Weißner ihr Publikum nämlich mit Gitarre und kraftvoller Stimme. Sie ist, ja, der Star des stillen Örtchens. Ob Sarah Leander, Shirley Bassey oder Janis Joplin. Die singende Klofrau hat sie alle drauf. Keine Kostprobe, heute am Welttoilettentag gefällig? The night they drove old Dixie down, and all the bells were ringing. The night they drove old Dixie down, and all the people were singing. They went. Zugegeben, Steffi Weißners Bühne ist etwas ungewöhnlich. Vor den Toiletten eines Textilkaufhauses in der Hamburger Innenstadt verzaubert sie die Kundschaft mit spontanen Konzerten. Sie singt echt toll, muss man sagen, und spielt auch super Gitarre. Ja, echt schön. Ich finde es einfach schön, dass sie hier ist und singt und trällert und eine schöne Stimme hat vor allen Dingen, eine sehr schöne Stimme. Also ich habe das auch das erste Mal gehört, dass eine Frau hier auf Klo Gitarre spielt und singt, ne? Und die spüren aber nicht, Leute. Das ist echt für Eigentlich ist Steffi Weißner für die Toilettenhygiene in dem Kaufhaus zuständig. Aber singen sei nun mal ihr Leben und deswegen singe sie auch bei der Arbeit. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Klos eingestellt. Seit 11 Jahren ist sie die singende Klofrau von Hamburg. Und sonst gar nichts. Ich habe immer schon als kleines Kind gesungen. Also natürlich nicht in der Familie, ne, weil früher ist ja mal alles peinlich gewesen, wenn man kleines oder jung ist. Und dann habe ich das immer gemacht, wenn ich mit meinem Hund spazieren gegangen bin, und dann habe ich losgelegt mit dem Singen. Irgendwann brachte sie ihre Gitarre mit zur Arbeit und sang, wenn nichts zu tun war, ihre Lieblingslieder. Also ich singe am liebsten von John Bass Songs. Also natürlich auch von Sarah Leander und auch Shirley Bassey und Barbara Streisand. Also das sind so Musiker, die ich ganz toll finde. In der Hamburger Einkaufsmeile Mönckebergstraße sind die Kundentoiletten ihres Arbeitgebers mittlerweile eine Art Geheimtipp. Und das nicht nur wegen des Sangestalents der Klofrau. Immer ran an die Toiletten. Immer lustig, immer freundlich, hallo, begrüßt immer sie die Kunden in der jeweiligen Landessprache. Salam. Chitzur Hasti. Ich habe halt ganz viele Landsfrauen und Landsmänner und das habe ich mir dann so angeeignet und habe die Leute dann immer wieder mal gefragt, was denn auf Türkisch heißt Dankeschön, also das heißt Teşekkür ederim oder auf Wiedersehen. Das schreibe ich mir dann so alles auf, wenn es denn zu schwer ist, ne, die Worte. Und dann, dann begrüße ich die Leute halt damit. Was heißt Tschüss auf Chinesisch? Das heißt Cheche. Nee, Entschuldigung, Seijen heißt das. Seijen. Und Dankeschön heißt Cheche. So war das. Das Wichtigste aber ist für sie die Musik. An diesem Tag hat die 43-Jährige nach Feierabend noch einen Auftritt im Keller einer Hamburger Kneipe. Viel größer als der Vorraum der Kundentoiletten ist der Musikkeller zwar auch nicht, dafür aber deutlich besser gefüllt. Und so ist Steffi Weißner ziemlich nervös. Es ist schon so, dass ich immer noch Lampenfieber habe, ne, weil, aber es ist jetzt nicht so schlimm, weil ich kenne ja auch viele Leute hier. Aber es ist trotzdem noch was anderes, also als wenn man jetzt bei meiner Arbeit, da ist man irgendwie fast zu Hause, kann man sagen. Ne? Das ist halt, da ist was, dass man gewöhnt, dass man da singt. Ne? Hier ist es halt nur ab und zu mal. Dabei hat sie keinen Grund aufgeregt zu sein, denn singen kann sie. Mit ihrer Stimme hat sie es selbst Profimusikern angetan. Als ich Steffi das erste Mal gehört habe, Vergleiche sind schwierig, aber sie steht schon weiße nichts nach. Und ich habe sie auch schon in größeren Locations hier in Hamburg gehört. Also es ist einfach phänomenal. Von Musik leben zu können, bleibt ein Traum. Doch auch mit dem, was sie jetzt hat, ist sie nicht unzufrieden. Sie war Bäckerin, Lageristin, Verkäuferin. Nun ist sie eben Toilettenfrau und kann dabei tun, was sie am liebsten macht. Immer mit ein paar Kunden als Publikum. Sie hören zu und
sind sehr, sehr überrascht und fasziniert. Und das ist schon, also man bekommt sehr viel Positives zurück. Also das ist schon sehr, sehr unglaublich eigentlich. Ihre Leidenschaft für Musik und vor allem ihre gute Laune übertragen sich auf die Zuhörer, selbst wenn's pressiert. Ich ärgere mich immer grundsätzlich, wenn ich Geld bezahlen muss und denke so, na, das ist doch deren Job, die Toilette sauber zu halten. Aber da bezahle ich wirklich richtig gerne Geld und lege da auch noch was rein und sage, doch, finde ich gut, besonders wenn man warten muss. And here I sit, and on a telephone. 5 Tage in der Woche spielt sie auf ihrer kleinen Bühne, die singende Klofrau von Hamburg.